einem der vorigen Videos euch gezeigt haben, haben wir leider Osmose im Schiff. Da stellen sich dann natürlich viele verschiedene Fragen. Eine der ersten Fragen, die sich stellt, ist, wie kriege ich die alte Beschichtung runter? Bei unserem Boot jetzt speziell ist das Problem, da wurde schon mal eine Osmosebehandlung gemacht auf Epoxybasis mit, ich weiß nicht, Zentnern an Spachtelmasse. Das heißt, wir haben einen Schichtaufbau, der ist einfach immens. Und wie ihr beim letzten Video vielleicht schon gesehen habt, ich habe einfach nur mal diese Osmoseblasen angeschliffen. Dafür ist das Gerät echt nett. So ein oszillierender Schleifer mit Klettplatten, kriegt er in verschiedenen Körnungen. Das Problem ist, dieses Ding nimmt kein Material ab. Das heißt, mit dem wäret ihr bei einem 44-Fuß-Boot, wir wären Monate mit beschäftigt. Ist nicht wirklich praktikabel. Gibt aber ein schönes Ergebnis. So. Lösung 2 ist, es gibt zum Stahlentrosten, gibt es Perago und Terku-Scheiben. Die sehen so aus, gibt es in verschiedenen, ich glaube 1, 3 und 8. Und seit kurzem bietet Terku einen Abstandshalter an, damit man auch GFK runterholen kann. Haben wir uns gekauft. Wir hatten früher mal ein Stahlboot, deshalb hatten wir noch so eine Scheibe. Also haben wir uns einfach nur diesen Abstandshalter gekauft. Haben das auch versucht. Ja, nee. War es auch nicht so. So, das dritte und wahrscheinlich bekannteste ist die Flex. Gibt es verschiedene Scheiben dafür, hat für uns bislang am besten funktioniert. Was wir gemacht haben, ist, wir haben eine Fächerscheibe genommen, 40er, 60er, und haben einfach mal grob alles runtergeholt, dass wir quasi bis kurz vorm Laminat waren. Und sobald wir am Laminat waren, sind wir umgestiegen auf einen Schleifteller mit diesen flexiblen Scheiben und haben damit quasi die Feinarbeit gemacht. Vor 2 Tagen habe ich online bestellt, habe ich die hier bekommen. Das sind Keramikschleifscheiben. Die haben 40er Körnung. Die funktionieren richtig gut. Also die halten lange, nehmen echt viel Material weg, nehmen es gut ab und man kann trotzdem akzentuiert arbeiten. Ist jetzt das gerade, was wir am meisten nehmen. Ich zeige euch jetzt mal Schritt für Schritt, wie welches Gerät einfach funktioniert oder wie es eben halt auch nicht funktioniert, beziehungsweise wie das Ergebnis aussieht.
kurz. Also, Test erledigt, oszillierender Schleifer, gutes Gerät, nimmt aber kein Material ab. Dafür wird natürlich die Oberfläche schön gleichmäßig. Aber es dauert einfach zu lang, vor allem in unserem Fall mit den vielen verschiedenen Schichten, funktioniert nicht für uns. Terrakulscheibe mit dem Abstandshalter, eigentlich ein geniales Tool. Für Kiel, also wir werden mit der Terrakulscheibe werden wir uns in Kiel machen, gar kein Problem. Ich bin mir jetzt nicht ganz sicher, ob das mit dem Abstandshalter nur bei uns an Bord so ist, weil wir einfach sehr viele unterschiedliche Schichtdicken an Spachtelmasse auf dem Boot haben, oder ob das allgemein nicht so gut funktioniert. Für uns definitiv funktioniert es nicht, weil, wie ihr gesehen habt, an einigen Stellen, ich komme durch und auf anderen Stellen ist fast noch die Originalspachtelmasse vorhanden. Also das ist mir einfach zu radikal und zu ungenau. Der ganz normale Winkelschleifer, auch Flex genannt, war jetzt ein bisschen gecheatet, weil ich habe direkt mit der Keramikscheibe angefangen. Aber wie ihr gesehen habt, es geht schnell. Allerdings muss man mit der Flex üben. Weil wenn man halt zu tief aufs Laminat kommt, weil man immer nur so eine kleine Auflagefläche effektiv benutzt, ja. Man muss vorsichtig arbeiten, aber es ist doch von allem für uns der beste und der schnellste Weg. Und da diese Osmoseblasen bei uns auch relativ tief gehen, ist es bei uns egal, weil wir müssen sowieso einen Teil vom Laminat entfernen. Das heißt, wir können da einfach grob drauf, selbst wenn es da nachher Dellen und Löcher vom Schleifen hat, wir müssen das eh gerade ziehen. Also für uns funktioniert das am besten. Wir kriegen in ein paar Tagen noch einen Gelplane. Mit dem wird man auch mal ein bisschen rumspielen, kommt aber im separaten Video.